Hallo Leute, grüß euch, Gerald hier. Ich bin beim letzten Gruppentraining in Wien gefragt worden, ob ich den Rekordversuch von Dennis Kolros seiner 125 Kilo Kurzhantel gesehen habe. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe es mir noch nicht angeschaut. Und es ist auch die Frage aufgetaucht, ob man sich diese Technik abschauen kann. Deswegen werde ich mir dieses Video jetzt einmal ansehen und ein dementsprechendes Feedback abgeben. Das ist jetzt das besagte Video, wo der Dennis diese 124,5 Kilo Kurzhantel über Kopf drücken möchte. Das hier ist noch nicht die Kurzhantel, sondern hier ist er noch beim Aufwärmen. Wie wir alle wissen, extrem wichtig. Ich habe es jetzt trotzdem einmal eingeblendet, einfach um zu sehen, auch welches Equipment der Dennis nutzt. Wir sehen hier klassische Handgelenksbandagen und Ellbogensleeves. Die sind erlaubt, die unterstützen ein bisschen. Aber jetzt auch nicht sonderlich viel. Das heißt, das darf man in jedem Strongman-Wettkampf verwenden. Außerdem nutzt er noch ein Grip-Shirt. Dieses Grip-Shirt ist von God's Rage, soweit ich weiß. Das gibt es dort zum Kaufen. Macht auf jeden Fall Sinn bei allen Disziplinen, die man am Körper ablegen muss. Das heißt, bei der Kurzhantel, aber auch bei Locklift oder Apollo Excel kann man sich dadurch einen Vorteil herausholen, einen legalen Vorteil. Wenn das T-Shirt weniger rutscht, weil wenn man zum Beispiel eine Apollo-Excel am Körper ablegt und man hat schon geschwitzt oder man bekommt vom Veranstalter nur so ein, wie sagt man, Kunststoff-T-Shirt, dann ist das extrem rutschig. Und wenn man dann versucht zum Gegenarbeiten, dann kann man sich relativ schnell wehtun. Dadurch macht es auf jeden Fall Sinn. Ja, das ist jetzt die 90 Kilo Kurzhantel. Wir schauen uns das Ganze jetzt einfach einmal an, wie er das macht. Ja, sehen wir, 90 Kilo natürlich überhaupt kein Thema für den Dennis. Das ist übrigens auch die Form einer klassischen Kurzhantel. Die gibt es dann in verschiedenen Größen. Die ist jetzt relativ kompakt. Gibt es auch mit höherem Volumen, also dass sie größer ist. Je größer die Hantel ist, umso besser liegt sie generell in der Schulter und ist auch angenehmer für den Ellbogen. Aber natürlich, wenn man es mit einer kleinen Kurzhantel übt, dann gibt es auch im Wettkampf keine bösen Überraschungen. Von daher macht das durchaus Sinn. Was wir hier auch schon erkennen können, ist, dass die Hantel kerzengerade über seinem Körper ist. Das heißt, hier gibt es keine Abweichungen nach links, rechts, nach vorne oder hinten. Das ist bei dieser Disziplin extrem wichtig. Was wir vorgesehen haben, war eine 105 Kilo Kurzhantel. Die hat er in einem vorherigen Video, glaube ich, schon dreimal gedrückt. Könnt ihr euch natürlich auf seinem Kanal anschauen. Hier sieht man auch noch, wo er eingerieben wird mit Magnesium. Das hat eben auch damit zu tun, dass die Kurzhantel wirklich stabil zwischen Schulter und Nacken liegt, damit diese nicht verrutschen kann. Weil das ist letztlich der entscheidende Augenblick, dass man die Hantel hier richtig positioniert. Weil wenn die anfängt zum Wackeln, dann kann man die unmöglich über Kopf drücken. Beziehungsweise man hat auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko, wenn man es dennoch probiert. Weil das ist alles ein enormes Gewicht und das darf man natürlich nicht unterschätzen. Hier auch noch einmal ein Aufwärmsatz, ich möchte ihn mir aber trotzdem ansehen. Da sitzt er super, das ist ein Winkel. Ein Winkel komplett stabil. Das schaut extrem gut aus. Das erinnert mich sehr stark an meine Technik, die ich selber früher verwendet habe. Ich habe das auch immer auf diese Art und Weise gemacht. Ja, die Musik finde ich auch urgeil. Das ist immer auf einer Wellenlänge. Ja, das ist jetzt diese 124,5 Kilo Kurzhantel, ich glaube, es ist sogar 124,6. Da tun wir jetzt nicht auf einen 100 Gramm da herumreiten. Was man hier aber schon sieht, ist, dass die Hantel anders aussieht als die anderen. Ja, ihr seht das hier, die Gewichte sind rund, ja, und dadurch hat man jetzt eine kleinere Auflagefläche auf der Schulter, was es natürlich schwieriger macht, diese Kurzhantel in dem Schulter-Nackenbereich zu positionieren. Weil die Auflagefläche einfach kleiner ist.
Ja, muss man sagen, das ist schon eine mega coole Hantel, gell? Ihr seht das dann. Die schaut relativ klein aus, wenn der Dennis die hebt, aber die schaut nur so aus. Ja, in Wirklichkeit ist das ein Riesentrum. Es ist nur, weil der Dennis selber so riesig ist, deswegen schaut die Hantel so klein aus. Weil der Dennis selber der auch 170 Kilo. Also eigentlich brutal. Okay, jetzt geht's los. Wichtig natürlich. Der stabile Stand, er wird die Kurzhantel dann mit beiden Armen greifen. Das ist auch erlaubt bis zur Schulter. So, wir sehen, dass hier jetzt ein kleiner Fehler passiert ist. Kann natürlich passieren, aber in dem Fall natürlich fatal, weil man hat gesehen, da muss ich jetzt ein bisschen zurückspulen, da werde ich auch den Ton abdrehen. Ihr seht das, bei der Positionierung selber ist es schon sehr, sehr schwer, das so hinzubekommen, dass sich die Hantel nicht mehr bewegt. Und dann, wenn er sie über Kopf drückt, ich hoffe, ich erwische jetzt diese Position, damit ich euch das zeigen kann. Wo haben wir es? Hier. Da sieht man es jetzt ganz genau, dass er seinen Körper nicht genau runterschieben hat können unter die Hantel. Das heißt, er steht jetzt nicht kerzengerade, sondern die Hantel ist ein bisschen nach vorne geneigt. Und natürlich aufgrund des hohen Gewichtes macht es einen extremen Unterschied, ob ich die Kerzen gerade nach oben drücke. Oder ob ich die ein bisschen nach vor oder ein bisschen zur Seite drück. Ihr kennt es aus dem Fitnesscenter. Tut einmal eine 30 Kilo Kurzhantel über Kopf drücken. Das ist ziemlich einfach. Aber versucht es, die 30 Kilo Kurzhantel mal in der Position zu halten. Ja, wenn es das streckt. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der das kann. Und natürlich, je größer und schwerer die Kurzhanteln werden, vor allem mit diesem dicken Grip. Ja, also dieser dicke Griff, der da oben ist, der erschwert das Ganze auch noch einmal und man kann diese Hantel dann einfach nicht mehr unter Kontrolle halten und das ist das, was dem Dennis hier passiert ist. Aber er wird es jetzt noch einmal versuchen. Ja, hier sehen wir es noch einmal. Seht ihr, wie die Hand nach vorne kippt? Da hat es einfach nicht geschafft, sich zum drunter schieben. So machen wir wieder Musik an, weil ich stehe total drauf. Riechsalz, auch recht wichtig. Das ist richtig geil und da kann er sich natürlich wirklich drüber freuen, weil er sagt auch in dem Video selber, dass es ungefähr 10, 11, 12 Leute auf der Welt gibt, die das vermutlich können und da hat er absolut recht. Also das ist wirklich, das ist jetzt schon Weltspitzenbereich. Wir sehen da noch eine Aufnahme, wo er es von der Seite macht. Und zwar hier sieht man jetzt auch wieder eine Gerade und die Hantel schiebt jetzt auch komplett senkrecht nach oben. Ja, also ihr seht das, er schiebt richtig seinen Körper unter die Hantel. Und was er auch macht, das sehen wir hier mit seinen Beinen. Seht ihr das? Ich spule noch einmal zurück, weil ich glaube, jetzt war gerade das Bild im Weg. Weil das schaut für euch ein bisschen anders aus. Aber hier, er springt richtig und schiebt sich unter die Hantel. Das heißt, der Dennis nutzt seine Beinkraft. Und das ist auch extrem schlau in dieser Disziplin, weil so tut es sich viel leichter von unten zu beschleunigen, weil 125 Kilo aus dem Stand wird er rein mit der Schulter nicht drücken können. Fällt mir jetzt auch niemand ein, der das, okay, Eddie Hall, ja, Eddie Hall könnte es, der kann es vermutlich, weiß nicht, ob er es mit dem Fat Grip auch kann, mit den Kurzhanteln, mit den klassischen Cannas und ja, absolut perfekte Technik, ist auf jeden Fall zum Nachahmen empfohlen und wir sehen hier auch noch einmal, wo er die Hantel abwiegt. Also, das hat sicherlich Hand und Fuß. Ich denke nicht, dass da irgendwas daran gefaked ist, weil der Dennis zählt einfach zu den stärksten Leuten im deutschsprachigen Raum, die es gibt.
Ja, hier sieht man noch einmal seine Freunde, aber die schauen wir uns vielleicht ein andermal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, ich würde mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr noch ein Analysevideo haben möchtet, schreibt mir das in die Kommentare und ich werde mich dann der Sache annehmen und ein dementsprechendes Video für euch machen. Tschüss und Baba.